Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Fliege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde, gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ja, das erste Mal, als ich diesen Text gelesen habe, da hat mir ihn meine Oma überreicht. Damals, vor fast 30 Jahren, als sie im Sterben lag im Krankenhaus, die Oma Adele, Adele Dreinhöfer. Sie ist eine ganz wichtige Person in meinem Leben. Damals als Kind war sie die Anlaufstelle für mich, wenn ich Ängste hatte oder wenn mir die Hausaufgaben schwer gefallen sind. Sie war eigentlich der einzige Mensch, der mit mir Hausaufgaben machen konnte, ohne dass er eine Krise bekam. Ich erinnere mich an diesen Moment, wo sie mir ein Büchlein übergab, handgeschrieben, in dem wertvolle Lieder und Texte drin standen, die meiner Oma damals schon viel Hoffnung gegeben haben in Zeiten der Not. Sie ist durch ganz andere Zeiten der Not gegangen, als ich es mir jemals vorstellen kann. Und diese Texte sind mir sehr wertvoll geworden. Nicht gleich am Anfang, als ich ein junger Mensch war, da war das alles für mich natürlich noch fremd und hatte nichts mit meiner Realität zu tun. Aber als dann die ersten Nöte kamen, der erste Liebeskummer, aber auch die ersten richtigen Verzweiflungen, da habe ich in diesen Texten, in diesen uralten Texten, etwas gefunden, was mir Hoffnung macht. Paul Gerhardt, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, dem, der die Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Paul Gerhardt hat selber sehr viel Leid erfahren, ist durch schwere Zeiten gegangen, viel schwerer, als wir es erahnen können. Er hat viele Menschen verloren in seiner Familie, die er sehr liebte, durch Krankheit und natürlich auch durch die Folgen des 30-jährigen Kriegs. Aber es ist von ihm etwas übrig geblieben. Nicht das Jammern und Klagen, nicht das reine Verzweifeln. Er hat in diesen Zeiten Lieder der Hoffnung geschrieben, die wir heute noch singen. Und es ist gut, wenn unser Leben in der Verzweiflung und in der Angst einen Ausweg findet. Darin, dass wir etwas draus machen.